Herr Peter, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz im Vorfeld des HADA 13. Es gab es ja am 5. Januar 2017 zum 10. Mal hier bei uns in der SAP Arena stattfindet. Bevor wir nun zum offiziellen Teil übergehen, würde ich Ihnen gerne noch das Podium vorstellen. Zu meiner rechten Geschäftsführer der SAP Arena, Daniel Popp. Ein Platz weiter, Mani Eichhorn, Geschäftsführerin der HADA GmbH. Michael Stegmeier ist der Sportdirektor des SV Darmstadt 98. Bernd Winter, herzlich willkommen, Co-Trainer des Karlsruher Sportclubs. Gerd Deiß, Trainer des SV Waldhof Mannheim. Zu meiner Linken Ottmar Schork, der Geschäftsführer des SV Sandhausen. Und Uwe Stöber, Sportdirektor der Roten Teufel. Und dann übergebe ich das Wort als erstes an Frau Eichhorn. Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Wir freuen uns sehr, dass der HADA 13 Cup nach einem Jahr Pause wieder stattfindet. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Turnier bereits zum 10. Mal begleiten dürfen. Die Stimmung und die Atmosphäre in der Arena sind einfach einzigartig. Von daher ist die Vorfreude jetzt auf den Januar unserer Seite sehr groß. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Eichhorn. Daniel, dein Wort. Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite natürlich erstmal herzlich willkommen an Sie alle. Freue mich sehr darüber. Wie bekannt, nach einem Jahr Pause, Sie, liebe Medienvertreter, liebe Vereinsvertreter, dass wir Sie heute zu unserer ja schon fast Jubiläums-Pressekonferenz für den 10. HADA 13 Cup hier bei uns begrüßen dürfen. Und ganz herzlich, liebe Mani, möchte ich dich begrüßen, verbunden mit dem großen Dank, dass ihr uns zum 10. Mal für dieses Turnier unterstützt und uns die Treue haltet. Und nur mit der Unterstützung eurerseits und auch über die gemeinsame Idee, die wir vor 11 Jahren hatten, ein solches Hallenturnier hier in die SAP Arena zu bringen, ist es überhaupt möglich, so ein Event auf die Beine zu stellen. Das macht uns unheimlich stolz, dass ihr wirklich seit dem ersten Tag uns die Treue haltet, auch das für dieses Jahr zugesagt habt, und wir freuen uns da auf diese gemeinsame Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, Jubiläumsturnier. Zum 10. Mal wird dieser HADA 13 Cup hier in der SAP Arena ausgetragen. Allein die Siegerlisten oder die Siegerliste der letzten 9 Austragungen mit dem KSC, der das Turnier 3-mal gewonnen hat, Eintracht Frankfurt als zweimaliger Sieger, VfB Stuttgart im ersten Jahr, dem SC Freiburg, Waldhof Mannheim und dem SSV Frankfurt, zeigt, dass es ein sehr traditionsreiches Turnier geworden ist mit großartigen Mannschaften, die hier teilnehmen und auch in der Vergangenheit teilgenommen haben. Und so wird es auch am 5. Januar 2017 ab 17.30 Uhr der Fall sein, wenn sich 5 hochattraktive Mannschaften hier in der SAP Arena treffen werden und hoffentlich für einen großen Budenzauber sorgen werden. Wir sind froh, dass wir den Charakter des Turniers mit seiner Regionalität auch in diesem Jahr erhalten konnten und dass wir viele, viele Derbys aufs Parkett zaubern können. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass wir mit dem SV Darmstadt 98 ein neues Gesicht beim HADA 13 Cup begrüßen dürfen und zudem natürlich mit dem SV Darmstadt 98 als Bundesligist auch hier einen großen Reiz für dieses Turnier setzen können. Wir wissen um die Bemühungen der Clubs in der sehr kurzen Winterpause. Wir wissen das sehr zu schätzen und bedanken uns ganz herzlich für das Engagement von Ihnen allen, dass Sie es möglich machen, Anfang Januar 2017 hier in die SAP Arena zu kommen und dieses Turnier in Ihre Planung für die Winterpause und die Vorbereitung auf die Rückrunde unterzubringen. Neben dem SV Darmstadt wird bekanntermaßen auch der 1. FC Kaiserslautern, der dreimalige HADA Cup-Sieger Karlsruher SC, der SV Sandhausen und der Lokalmatador SV Waldhof Mannheim an den Start kennen. Wie ich finde, ein tolles, attraktives Teilnehmerfeld. Wir freuen uns auf viele Derbys, auf Spiele mit spannendem Charakter, mit natürlich auch einem sportlichen Anreiz. Und von daher glaube ich, dass wir da tolle Spiele hier erleben werden. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei unserem Partner, Freund Ottmar Schork bedanken, der mit seinen Kontakten, natürlich super Kontakte in die Fußballszene generell, aber auch wir zusammen
hier ein tolles Teilnehmerfeld und, glaube ich, eine sehr gute Organisation wieder auf die Beine stellen können. Wir haben im Jahr 2013 das erste Mal angefangen mit dem Modus Round Robin, heißt es im Eishockey, oder ganz einfach jeder gegen jeden, 5 Mannschaften. Und wir sind überzeugt, dass das einfach auch für die Attraktivität, für die Fans wirklich das beste Turnierformat ist, wo dann die ersten beiden nach den Vorrundenspielen das Finale austragen. Und wir werden diesen Modus auch im Jahr 2017 beibehalten. Die 5 Mannschaften werden wieder um die 15.000 Euro Siegprämie kämpfen. Der Zweitplatzierte freut sich über 5.000 Euro fürs Team und der Drittplatzierte über 1.500 Euro. Und wie in der Vergangenheit auch werden wir wieder Sonderpreise für den besten Feldspieler, den Torschützenkönig sowie den besten Torwart des Turniers verleihen. Noch ein paar Randinformationen, oder die Sie sicherlich auch interessieren werden. Wir sind aktuell noch in den Gesprächen und in Verhandlungen mit verschiedenen TV-Partnern. Wir haben da noch keinen festen Partner bislang, aber wir werden diese Gespräche natürlich jetzt in den nächsten Wochen forcieren. Und unser erklärtes Ziel ist, einen TV- und oder Online-Partner für das Turnier zu bekommen, und werden die Gespräche dahingehend auch weiter ausbauen. Und nicht zuletzt aufgrund auch der medialen Reichweite, aber eben auch aufgrund der tollen Annahme der Zuschauer hier im Stadion, wollen wir da unserem Ruf gerecht werden, dass wir, glaube ich, somit das attraktivste Hallenturnier in Deutschland in der Winterpause auf die Beine stellen. Wir sind seit 2 Wochen jetzt im Vorverkauf und freuen uns jetzt schon auf einer guten Nachfrage und sind überzeugt, dass wir dann Anfang Januar 2017 auch eine volle SAP Arena wieder begrüßen dürfen und die Fans begrüßen dürfen, die Mannschaften begrüßen dürfen. Und ja, wir freuen uns auf den Hader 13 Cup 2017. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel, für diesen detaillierten Überblick. Herr Stegmeier, Herr Hopp hat es eben gerade schon angesprochen. Die Lilien sind zum ersten Mal beim Hader Cup dabei und auch der einzige Vertreter aus dem deutschen Oberhaus. Ich wage jetzt mal die Behauptung, dass der Titel nur über die Lilien geht. Wie gehen Sie mit dieser Favoritenrolle um? Ja gut, erstmal wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen, dass wir dabei sein können. Für uns war es natürlich, wie schon angesprochen, auch in der kurzen Vorbereitung auf die Rückrunde, gerade in der ersten Bundesliga, ist ja noch mal etwas kürzer. Ja, war schön, dass wir die Einladung bekommen haben, dass wir es selber auch in die Planung mit einbeziehen konnten. Und ja, ob wir jetzt der große Favorit sind, wird man dann sehen. Natürlich werden wir auch hierher kommen, um das Turnier zu gewinnen, das ist ganz klar. Ich glaube, da hat jeder Spieler von uns und auch die Verantwortlichen den Ehrgeiz dazu. Ja, wir freuen uns drauf, wenn ich das Teilnehmerfeld sehe, wird sehr viele interessante Spiele geben und wird eine tolle Sache sein für uns. Gibt es denn schon Pläne zu der Aufstellung? Werden Spieler wie ein Marcel Heller, ein Altay Zulu oder auch ein Sven Schiplock hier auflaufen? Also bis jetzt gibt es noch keine direkten Pläne in diese Richtung, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir den einen oder anderen sozusagen Stammspieler oder Leistungsträger hier sehen werden. Das wird auf jeden Fall ja, so sein. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schon dem Rechnung tragen, wenn ein Spieler eine gewisse Anfälligkeit hat, wo vielleicht der Kunstrasenboden nicht das Optimale ist, dass man den vielleicht dann vielleicht nicht einsetzen wird, aber wir werden auf jeden Fall mit der bestmöglichen Mannschaft hier antreten, weil, wie gesagt, wir wollen das Turnier gewinnen und ich glaube, da brauchen wir jeden Mann bei uns. Das ist im Sinne aller Beteiligten. Vielen Dank, Herr Stegmeier, Herr Winter, Dauergast der Karlsruher Sportbund beim Hader 13 Cup. Ich gehe auch davon aus, dass Sie nicht lange überlegen müssen, als die Einladung für dieses Turnier auf dem Tisch lag. Nein, wir kommen sehr gerne am 5. Januar zum Hader Cup. Ist natürlich auch in der ersten Vorbereitungswoche der Rückrunde eine willkommene Abwechslung. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich weiß auch, dass viele von unseren jungen Spielern sehr, sehr gerne in der Halle spielen. Wir möchten möglichst eine schlagkräftige Gruppe auf dem Parkett bekommen, um dann eben auch vielleicht bei der 10. Turnier zum 5. Mal ins Finale zu kommen. Ich weiß aber nicht nur, dass sich unsere Spieler drauf freuen, sondern auch unsere Fans. Und wir wollen hoffen, dass wir hier am 5. Januar ein tolles Hallenturnier sehen, mit vielen Toren, mit viel Spaß. Das sollte, denke ich mal, auch im Vordergrund stehen. Aber wir reisen auch an, um möglichst erfolgreich zu spielen und vielleicht dann zum 5. Mal im Finale zu stehen. Das wäre sehr, sehr schön. Das kann vielleicht dann auch ein bisschen Schwung für die Vorbereitungsphase im Januar geben. Dafür drücken wir Ihnen alle Daumen. Vielen Dank, Herr Deiß. Der Lokalmatador kommt natürlich, oder
ist der SV Waldhof Mannheim. Sie gelten aber auch natürlich als der Underdog bei dem Turnier, da sie nur auf höherklassige Teams treffen. 2010 ist es Ihnen gelungen, dieses Turnier zu gewinnen. Wie können Sie ein ähnliches Kunststück vollbringen am 5. Januar? Ja gut, natürlich sind wir krasse Außenseiter, wenn man das Teilnehmerfeld sieht, mit einem Erstligisten und drei Zweitligisten. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, hier eine schlagkräftige Mannschaft auf den Kunstrasen zu schicken. Ich denke auch, die Unterstützung unserer Fans wird uns sicherlich auch in den Spielen nach vorne tragen. Und wir wollen natürlich versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Wie gesagt, wir haben uns da kein Ziel gesetzt. Wir wollen einfach mit Spaß und Freude dieses Turnier angehen, so weit wie möglich kommen. Und wie gesagt, sollte es dann der zweite Turniersieg sein, dann würden wir uns umso mehr freuen. Eine super Atmosphäre, eine super Ambiente hier in der Stadion-Arena. Und ja, die Zuschauer nehmen es gerne an und es werden auch sehr spannend, welche Spiele stattfinden. Ich bin überzeugt davon, dass es wieder ein Spektakel geben wird. Ich möchte mich hier sagen, dass unser Cheftrainer Kenan Kocak sehr gerne heute gekommen wäre. Aber wir haben kurzfristig ein Trainingsspiel beim SC Freiburg vereinbart und das findet heute wieder um 15 Uhr in Freiburg statt, sodass es jetzt nicht möglich war. Ja, Kenan Kocak wird mit Sicherheit eine schlagkräftige Gruppe aufs Feld schicken. Er hat ja auch Erfahrung mit dem SV Waldhof bei diesem Turnier schon, hat er auch einmal den zweiten Tabellenplatz erreicht. Und Kenan Kocak hat an diesem Tag Geburtstag. Und von daher ist eine Verpflichtung, dass wir ihm gegenüber natürlich alles tun wollen, auch den Turniersieg einzufahren und die Gebühren feiern zu können. Dann hoffen wir Ihnen und drücken die Daumen, dass es natürlich gelingt, Herr Stöber. Ihnen nochmal herzlich willkommen. Bis auf eine Ausnahme waren die Roten Teufel auch jedes Jahr mit dabei. Der Turniersieg blieb Ihnen allerdings bislang vergönnt. Wie wollen Sie am 5. Januar den Bann brechen? Das immer alles schon wüssten. Gell? Ja, aber genau das ist, denke ich mal, der Ansatz. Sie haben eben die Siegerlisten vorgelesen. Wenn man so langjährig dabei ist, muss es der Ansatz sein, wenn man an diesem Turnier teilnimmt, dass man dieses Turnier dann auch mal gewinnt. Und deswegen werden wir alles daran setzen, hier am 5. Januar eine Mannschaft aufs Feld zu schicken, die dann letztendlich auch dazu in der Lage ist. Und das ist ja auch eine gewisse Verpflichtung, die man hat hier, wenn man nicht weit weg von zu Hause Fußball spielt, wenn viele Fans mitreisen, dass man sich bestmöglich präsentiert. Und das wird sicherlich dann auch der Ansatz sein. Vielen Dank, Herr Stöber.